Hi, ich bin Annika, Sängerin aus Köln und mein letzter Ohrwurm war Dive von Olivia Dean. Hi Annika, erstmal Dankeschön, dass du nochmal dabei bist im Sinne der Transparenz. Wir haben bereits vor 4 Wochen aufgezeichnet, nur leider hat es die Aufnahme zerschossen und wir haben beide da so ein bisschen geklungen, als würden Daft Punk ihr Comeback geben. Deshalb ist das jetzt hier unser zweiter Anlauf. Das erwähne ich aber vor allem, weil es zeitlich eine Rolle spielt, denn die erste Aufnahme fand statt vor der Premiere von Natürlich Blond, dem Musical, in dem du die Hauptrolle spielst oder gespielt hast. Und diese Aufnahme findet jetzt danach statt. Der ganze Spaß ist vorbei und ich habe ja eure Show sogar besucht. Das heißt, es gibt auf jeden Fall genug drüber zu sprechen, aber das nur zur Einordnung. Da niemand außer mir das Vergnügen hatte, Aufnahme 1 anzuhören, konnten wir dich logischerweise hier jetzt noch nicht kennenlernen. Deshalb stell dich gern nochmal kurz und knackig vor, wer du bist, was du machst und ja, wie du zu Natürlich Blond gekommen bist. Gerne. Genau, ich bin nebenberuflich Sängerin und arbeite in Köln und daher kennen wir uns ja auch, das wissen die jetzt auch nicht aus der ersten Folge, dass wir Arbeitskollegen quasi im Vollzeitjob sind. Genau, nebenberuflich bin ich Sängerin, ich singe auf Hochzeiten, auf Beerdigungen oder generell halt auf Events einfach, wenn man es so nennen möchte und auch in Musicals, habe mehrere kleine Musicals gemacht und habe jetzt auch bei Natürlich Blond die Elle Woods gespielt, die Hauptrolle, das war sehr aufregend und sowas Großes habe ich auf jeden Fall noch nicht gemacht. Ich bin dazu gekommen, vor vielen, vielen Jahren habe ich in vielen, vielen Jahren, klingt jetzt auch ein bisschen zu viel, okay, vor ein paar Jahren, ich glaube es ist jetzt 7 oder 8 Jahre her, habe ich ein Casting gemacht, um quasi in ein Musical-Ensemble aufgenommen zu werden. Und die führen jedes Jahr ein Stück auf und das war dieses Jahr eben Natürlich Blond. Für Natürlich Blond liefen dann im Sommer nochmal separate Castings und da habe ich mich auf die Elle Woods beworben und sie bekommen und jetzt halt im März auch gespielt. Okay, alles klar. Soweit zur Einordnung. Stimmt, du hast recht, wir sind Arbeitskollegen, das sollte man vielleicht auch noch wissen. Auf Natürlich Blond gehen wir gleich noch genauer ein, auch auf deine Tätigkeiten, was du so tust und so weiter. Podcasts brauchen ja immer so ihre traditionellen Icebreaker und Türöffner. Da kommst du auch nicht drum herum. Das haben wir beim ersten Mal auch schon durchgespielt. Aber wir machen es einfach nochmal. Dieser hier heißt übrigens ab dieser Folge Verhör aus der Kalten. Ich habe mir endlich einen Namen ausgedacht dafür. Ich stelle dir 10 Entweder-Oder-Fragen vor und du musst quasi schnell und instinktiv darauf antworten, als hinge dein Leben davon ab. Okay. Deswegen würde ich sagen, schießen wir auch gleich los. Barbieland oder Girls Club? Girls Club. Jura oder irgendwas mit Medien? Irgendwas mit Medien. Duo oder Solo? Duo. Reese Witherspoon oder Barbara Obermeier? Reese Witherspoon. Hund oder Katze? Hund. Natürlich oder gefärbt? Gefärbt. Ken oder Emmett? Oh, Emmett. Ja, die war neu. Blondinenwitze oder Deadjokes? Deadjokes. Köln oder Leverkusen? Köln. Song Contest oder Casting Show? Casting Show. Alles klar. Ja, fangen wir einfach mal bei dir an. Ich habe dich ja jetzt quasi schon live on stage gesehen und kann behaupten, du kannst echt gut singen. Nochmal kurzes Wrap-up. Wie bist du zum Gesang gekommen? Oh, das ist eine gute Frage, weil ich singe irgendwie schon seit ich denken kann. Ich habe früher ganz lange in einem Chor gesungen und dann hat das da auch angefangen, dass ich gefragt wurde von unserem Chorleiter, ob ich Soli singen kann. Waren dann eher so Kirchenlieder, habe dann schnell gemerkt, dass Klassik nicht so das ist, was mir auch so Spaß macht. Und dann haben wir irgendwann mal so ein paar Popstücke gemacht von Cher, den Schub-Schub-Song, kennst du den? Ja, den kenne ich, ja. Genau, und da durfte ich quasi Cher singen und dann ist es bei mir irgendwie so ein bisschen losgegangen. Und dann habe ich bei meiner Konfirmation, glaube ich, auch das erste Mal Solo gesungen. Und dann hat sich da irgendwie eine Band rausgegründet, wo ich dann in meiner Heimat Grundsängerin war quasi. Und das dann bis zum Abi. Und dann, ja, keine Ahnung, bin ich ausgestiegen aus der Band, aber war auch sowieso schon im Hochzeitsgame drin und dann immer wieder Hochzeiten gespielt mit verschiedenen
Leuten, die ich dann irgendwie kannte. Und jetzt habe ich aber auch schon ein festes Duo. Und jetzt habe ich auch schon viel zu viel erzählt von der eigentlichen Frage, die du gefragt hast. Sorry. Nee, alles gut. Ich finde das immer wichtig, um so einordnen zu können, weil von ganz normal Gesangshobby bis zum Musical ist ja doch nochmal ein ordentlicher Weg. Deswegen ist, glaube ich, immer ganz gut einzuordnen, wo das herkommt. So, vor allen Dingen, weil du dich ja auch als Sängerin vorstellst und nicht als Musical-Darstellerin. Deswegen, nee, alles cool. Erste Frage, wie hieß die Coverband? Finde ich immer wichtig. Ich liebe einfach Bandnamen. Okay, es ist echt unangenehm. Genau deswegen frage ich. Also, wir hießen die Söllers. Ich weiß nicht, ob du mit dem Namen jetzt was anfangen kannst, weil ich habe gemerkt, das ist so ein Niederrhein-Ding, wo ich herkomme. Okay. Kannst du damit was anfangen? Überhaupt nicht. Okay. Ich muss sagen, es haben auch viele immer drüber gelacht über den Namen. Man sagt bei uns Söller zu Dachboden. Und wir haben auf dem Dachboden von dem Drummer geprobt. Und waren super einfallsreich und haben uns die Söllers genannt. Und ja, es gibt auch einen Song von, also mit die Söllers. Auf YouTube, auf Spotify oder Zum Glück nicht öffentlich, aber er schwirrt mir in meinem Kopf rum. Vielleicht hätte ich den als Ohrwurm nennen sollen, weil jetzt ist es der für meinen Tag auf jeden Fall. ja, der bleibt jetzt auf jeden Fall drin. Ja, aber okay, aber das Dachboden, ich meine, es klingt immer noch besser als die Dachböden, sagen wir mal so. Und es sind auch schon Bands erfolgreich geworden, die sich die Toten Hosen nennen. Also, ich glaube, da seid ihr noch auf einem guten Weg gewesen. Kommen wir mal so langsam zu Natürlich Blond. Hat sich jetzt zeitlich verschoben, dadurch, dass wir das alles gesehen haben. Schon und du schon auf der Bühne standst. Hol ein bisschen weiter aus. Wir waren ja in einer ganzen Gruppe von Menschen da, die dich kennen, mit dir arbeiten und so weiter. Und nachdem wir dich auf der Bühne gesehen haben, den Saal verlassen haben und so weiter, habe ich mal so ein bisschen auf die allgemeine Rückmeldung unter unseren Leuten geachtet und nee, alles gut. Spoiler. Gab kein Hate. aber ich denke, man kann so sagen, dass neben Begeisterung und Euphorie vor allen Dingen auch Überraschung eine große Rolle gespielt hat. Jetzt nicht ob der Qualität, die ja enorm war, da kommen wir aber später noch zu, sondern eher deine Person betreffend, weil ich glaube, so viel können wir verraten. Man kennt dich eher als ruhige Person, jetzt nicht unbedingt schüchtern oder introvertiert, aber eher als eine entspannte Persönlichkeit. Das kannst du natürlich gleich auch noch gerne widerlegen, wenn es innerlich in dir brodelt. Aber so zumindest, sage ich mal, war der Eindruck und auf der Bühne bist du ja voll explodiert und warst nicht nur wegen der Hauptrolle so eine klare Crowdfängerin. Und bei solchen Beobachtungen finde ich immer ganz spannend, wie viel Typ steckt eigentlich in der Rolle und wie viel ist gespielt und falls viel, wie leicht fällt einem das? Das waren jetzt drei Fragen, aber vielleicht kannst du sie ja beantworten, sonst wiederhole ich es nochmal. Ja, super spannende Frage. Das haben mich tatsächlich mehrere schon gefragt. Ich glaube, dass ich wirklich wesentlich entspannter bin als Elle. Die ist ja wirklich irgendwie super aufgedreht die ganze Zeit. Ich glaube, dass wir so ein paar Gemeinsamkeiten haben im Sinne von so positiv gestimmt und so immer. Also das bin ich auf jeden Fall auch immer. Habe sehr, sehr selten schlechte Laune. Aber ich zeige es nicht so extrem nach außen. Und was hast du mich noch gefragt? Ich habe es vergessen. Wie viel Annika steckt sozusagen in der Rolle, die du dann spielst, ob das jetzt Elle Woods ist oder generell und wie leicht fällt einem das, falls es große Diskrepanzen gibt zum Beispiel? Genau, das wollte ich noch sagen. Ich bin, wenn ich mich über etwas freue oder aufgeregt bin oder weiß ich nicht was, dann bin ich schon sehr ansteckend mit meiner Laune. Also bis alle lachen und gute Laune haben und sich auch darüber freuen. Ich glaube, das ist so eine Sache, dass ich zumindest das, was sie die ganze Zeit auf der Bühne war, gibt es als Annika auf jeden Fall auch, aber dann halt in seltenen Momenten, zum Beispiel, wo ich habe Kati, also eine Arbeitskollegin von uns, habe ich gestern erzählt, dass mein Freund mir Karten zum Geburtstag von meinem Lieblingssänger schenkt in London in so einer richtig krassen Location. Ich habe die Geburtstagsüberraschung kaputt gemacht, aber ich habe mich so doll gefreut, dass Kati sich auch sehr doll gefreut hat. Und ich glaube, so das ist so ein bisschen, also es gibt das schon, aber es ist halt nicht 24/7 da, so wie bei Natürlich Blond. Ja, gut, okay, aber zumindest kann man dann ja festhalten, zumindest jetzt so aus der Zuschauerperspektive kann man schon festhalten, dass du das auf jeden Fall auf die Leute übertragen hast, weil die Leute haben ja mitgeklatscht, mitgesungen und so. Und ich würde sagen, so in zwei, drei Momenten waren wir sogar erschrocken, weil du echt laut geschrien und gebrüllt hast. Also in so. Das war schon, da habe ich mich schon gefragt, wow, selbe Person, okay, alles klar. Ja, das mache ich dann eher nicht, dieses, also dieses laute Kreischen mache ich in meiner Freizeit.
Übt man das? Übst du das? Oder also stand im Drehbuch Kreische und Gröll wie so ein Metalhead zwischendurch? Oder geht man da mal kurz so ins Badezimmer, schließt die Tür ab und haut so seine drei besten Schreie raus? Also die Schreie, muss ich sagen, habe ich vor dem Casting geübt, im Auto. Wenn ich, also ich habe immer beim Autofahren natürlich blond gehört und habe mich darauf vorbereitet und habe dann dieses Was? Und also dieses richtig laute Kreischen, das habe ich da geübt und dachte so, okay, kommt erstaunlich gut aus meinem Hals raus. Das klingt echt schrill. Und mir wurde von der Regie auch gesagt, bitte nicht ganz so schrill. Also die Version, die du gehört hast, war schon die minimierte Version. Oha, damit die Gläser nicht kaputt gehen. Genau. Und die Ohren von den Leuten vor allen Dingen im Publikum. Genau. Und dann habe ich aber einfach, weiß ich nicht, also so zwischendurch, sie hat ja gar nicht immer nur so schrill gegrölt, sondern dann halt auch manchmal so, oh Mann, was geht? Also keine Ahnung. Ich fand dann, genau. Wenn ich so den Text dann gelesen habe und dann habe ich mir einfach vorgestellt, in was für einer Stimmung sie ist und habe da so ein bisschen mein eigenes Ding draus gemacht. Also was ich dann halt einfach auch persönlich lustig fand und ich habe gehofft, dass das Publikum das auch witzig findet und habe es einfach komplett überspitzt. Ja, das kam auf jeden Fall gut an, so viel kann ich sagen. So, auf jeden Fall. Wachmacher will ich gar nicht sagen, weil das ganze Musical ist ja wirklich überspitzt. Aber es war auf jeden Fall nochmal so, also die Augen sind nochmal so 3 Millimeter weiter nach oben gegangen in dem Moment. So viel kann ich wohl sagen. Wo wir gerade von Leuten im Publikum sprechen, jetzt waren ja eine ganze Gruppe an Arbeitskollegen da, sicherlich auch Family. Also war generell ganz gut besucht. Hast du Lampenfieber vor solchen Auftritten? Todeslampenfieber. Also bei der Premiere und bei der letzten Show, ihr wart ja bei der letzten Show, da war es tatsächlich am intensivsten. Bei der Premiere, weil auch meine ganze Familie da waren und auch sehr enge Freunde von mir und auch die auch einfach komplett voll war. Und ich so dachte, okay, erstes Mal, ich hoffe, ich verkacke nicht. Und ich habe auch immer Angst, dass ich irgendwie hinfalle oder so. Ich weiß gar nicht, so eine dämliche Angst. Aber was macht man da, wenn man mitten auf der Bühne stolpert? Steht man dann einfach wieder auf und lacht über sich selbst? Tut man so, als hätte es so sein müssen? Keine Ahnung. Davor hatte ich richtig Panik. Genau, und bei der letzten Show war ich besonders aufgeregt, weil meine Gesangslehrerin im Publikum saß. Aber alles gut. Und ich wirklich wollte, dass sie denkt, okay, die Arbeit hat sich ausgezahlt. Und ja, aber ansonsten ist es irgendwie, also ich war jedes Mal natürlich aufgeregt. Ich glaube, das gehört auch ein bisschen dazu, dass man so ein bisschen Adrenalinschub bekommt vor der Show, sonst funktioniert das alles gar nicht so gut. Aber ich war wesentlich entspannter, als ich gedacht hätte. Also ich hatte anfangs, als ich angefangen habe, auf Bühnen zu stehen oder so, oft auch einfach so, dass meine Hände gar nicht mehr aufgehört haben zu zittern. Aber man hat das dann nicht in meiner Stimme gehört, aber halt an meinem ganzen Körper gesehen. Und das war jetzt zum Glück nicht so. Wenn man dann oben steht, so ist zumindest das Feedback, was ich oft in so Gesprächen dann immer hatte mit Sängern, DJs und so weiter, während dem ganzen Spaß sind die Leute entweder in so einem Tunnel oder so eins mit der Crowd, je nach Stimmung. Und dieses Lampenfieber vorher, also das findet eigentlich nur vorher statt, so gesehen. Also also für den zweiten Akt war ich dann auch gar nicht mehr so nervös tatsächlich, weil ich dann den ersten schon hinter mir hatte und meistens nach den ersten zwei Nummern war ich drin und dann war ich nicht mehr nervös. Und das Klischee, dass man die Leute im Publikum auch gar nicht erkennt, ich meine, die Zeit wirklich jetzt einzelne Personen zu suchen, hast du ja sowieso nicht. Du folgst ja einem Zeitplan. Aber es ist schon so, dass man eigentlich nur so eine Masse sieht, oder? Also auch wegen der Scheinwerfer. Ja, die ersten zwei Reihen kann man tatsächlich relativ gut sehen, wenn man hinguckt. Also ich gucke denen jetzt nicht mitten ins Gesicht, das wäre irgendwie komisch. Bei manchen Songs war es aber so oder Szenen, dass das Licht ja generell ein bisschen heller war und dann dementsprechend auch das Saallicht. Und da konnte man dann auch schon mal so in die vierte, fünfte Reihe gucken. Das heißt, wenn ich da Leute kannte und auch nur so durchgeblickt habe, der Blick bleibt ja automatisch hängen, wenn man eine Person kennt. Mhm. Und der Mann von Nina, die hat die Paulette gespielt, der hat sich wirklich jede Show angeguckt. Und der saß immer in der ersten oder zweiten Reihe, aber der ist so ein Typ, der grinst die ganze Zeit durch. Und das war wirklich, wenn man mal ganz kurz so ein Mist, die haben nicht über meinen Witz gelacht, guckst du in die erste Reihe und da sitzt dann der Mann von der Nina und der grinst einfach und der gibt einem dann wieder ein gutes Gefühl. Also vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn man mal Leute sehen kann. Ja, das nenne ich mal Commitment. Also nicht schlecht. Thema Gesang. Nun musst du ja als Musical-Darstellerin musst du ja nicht nur singen, sondern auch
Tanzen, Schauspielern, gibt's da, obviously ist Gesang vermutlich dein Favorit, aber fällt dir da irgendwas am schwierigsten? Musst du für irgendwas vielleicht einfach, weiß ich nicht, intensiver proben? Tanz fällt mir auf jeden Fall am schwierigsten. Ich war auch, also als L musste ich auch viel einfach nur vorne auf der Null stehen. Das konnte ich gut. und dann die Parts, wo ich tanzen musste, also da habe ich dann auch schon für geprobt und würde sagen, dass, also die anderen, die Deltas, die ja zum Beispiel, die Freundinnen von L spielen, die tanzen wirklich unfassbar viel in dem ganzen Musical. Also auch die ganzen Tanzproben, die hatten. Und da hatte ich auch echt immer so, ich hatte irgendwie den Anspruch, dass man nicht merkt, dass ich wesentlich weniger Tanzproben habe als sie, weil die natürlich jede Nummer tanzen. Aber ja, ich wollte nicht ablosen, wenn ich dann mal so einen Teil mit denen tanzen musste. Ja, man groovt sich wahrscheinlich auch so ein bisschen mit rein, ne? Also wie du schon sagst, deine Kolleginnen da, die tanzen ja deutlich mehr und meistens nehmen die dich ja eher mit oder du springst sozusagen rein in die Choreo und auch wieder raus und solche Sachen. Na okay, das verstehe ich, aber als absoluter Nicht-Tänzer total. Ich wollte noch ein bisschen gleich über die ganze Crew sprechen oder über das junge Musical Leverkusen, habe ich das richtig? Ja. Junges Musical Leverkusen heißen die, ne? Mhm. Okay, ganz kurz, wir haben ja, ich habe ja immer noch so spaßige Reihen und wir haben eine Playlist auf Spotify, die schlicht und ergreifend MP3-Player heißt. Mhm. Und da würde ich einfach ganz kurz zwei Sachen reinpacken wollen, dich dann auch bitten, falls du gerade irgendwas hast, was du gerne hörst, eigentlich komplett random, du kannst dir was aussuchen, damit die Playlist ein bisschen wächst. Und das wäre jetzt in meinem Fall, also zwei Songs. Einerseits würde ich nehmen einen Song von Justice. Ich weiß nicht, ob dir Justice was sagt. Ich liebe sie. Ja, das ist auf jeden Fall sehr big gewesen. Ich glaube, ich bin mit Zahlen sehr scheiße, aber ich glaube, das ist so zwischen 2007, 2008 waren die, glaube ich, extrem big unterwegs. So Elektronika, Disco. Die kommen jetzt wieder, droppen eigentlich so alle zwei Wochen irgendeinen neuen Song raus. Da kommt jetzt auch demnächst das neue Album. Und es gibt einen Song, das ist eigentlich gar nicht wirklich ein Song, sondern eine EP. Das sind so vier Songs. Und ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt Englisch oder Französisch aussprechen muss, weil das sind Franzosen. Aber ich glaube, es heißt Planisphere. Da gibt es vier Parts von, also tatsächlich vier Akte. Und das Ding ist, glaube ich, 8, 9 oder 10 Minuten lang. Der erste Part, den würde ich draufpacken, weil ich den sehr geil finde. Ich stehe mal auf so, stehe ohnehin auf Science-Fiction, aber irgendwie so epische Film-Soundtracks und so finde ich auch cool und irgendwie passt das da ganz gut rein. Irgendwie hat mich das damals gehuckt. Also Planisphere, Part 1. Mhm. Und der zweite wäre, weil wir im Bekanntenkreis sehr viel über Schmidt, den Sänger Schmidt, gesprochen haben in der Vergangenheit, den ich sehr cool finde oder beziehungsweise auch seine Band von vorher sehr cool finde, Rakete, würde ich von denen ein Lied reinpacken, das heißt Bruce Lee. Hat nichts mit Bruce Lee zu tun, aber es heißt so. Ja, das wären die beiden Songs, die ich draufpacke und jetzt kannst du gern losfeuern. Cool. Also ich würde meinen Ohrwurm auf jeden Fall draufpacken. Dive von Olivia Dean. Ich bin in voller Vorfreude auf das Konzert im Mai, deswegen. Und in voller Vorfreude auf das andere Konzert, wo ich hingehe. Ich gehe auch zu Taylor Swift, aber die lasse ich jetzt mal außen vor. zu Jordan Rakai, was ich eben erzählt habe, in London im Oktober. Freue ich mich mega drauf und würde Bruises von dem hinzufügen. Bruises, okay. Alles klar. Ja, ich wollte dich eben noch gefragt haben, weil du meintest Lieblingssänger. Wollte ich noch nachhaken, wer es denn ist. Du hast aber ganz guten Konzertplan diesen Frühsommer. Ja, ich liebe Konzerte. Also alles, was mit Live-Musik ist, da kriegt man mich sowieso immer. Und dieses Jahr sind halt auch echt, ich gehe auch übrigens zu Adele, fällt mir gerade auf, siehst du? Ich habe auf jeden Fall einiges vor. Und dann auch so große Namen direkt. Ich bin eigentlich eher Fan von so kleinen Konzerten oder Künstlern, die halt auch nicht so groß sind. Und ich glaube, Jordan Rakai und Olivia Dean sind halt auch eher ein bisschen nischig. Man kennt die schon, also vielleicht, oder so einzelne Songs, aber beide jetzt nicht so big und Adele und Taylor Swift sind natürlich ganz andere Namen. Die kennen alle. Ich dachte gerade schon so, unter Adele und Taylor Swift machst du es nicht, okay. Aber ja, die anderen beiden sind das Briten. Ich kenne die tatsächlich nicht.
muss ich gestehen. Ja, sind Gestehen. beides Briten. Und ich war vor 2 Jahren auf dem Konzert von Jordan Rakai und ich kannte Olivia Dean nicht. Ich kannte 2 Songs von ihr, habe ich dann gemerkt, aber sie war die Vorband von ihm. Ah, Und diese okay. Frau hat mich so aus den Socken gehauen mit ihrer Stimme, mit ihren Songs. Ich liebe es einfach sehr. Und jetzt geht sie selbst auf Tour und hat ihr erstes Album rausgebracht. Und ich bin großer Fan. Sie war letztes Jahr zusammen mit Jordan Rakai meine 2 meistgehörten Künstler auf Spotify. Krass. Ja, sowas, Auf dritten sowas. Platz dann übrigens Barbara Obermeier aus Natürlich Blond. Stark. Okay. Naja, gut, ehrt sie. Ich bin auch demnächst auf Konzerten. Ich kann jetzt nicht mit Taylor Swift glänzen. Aber tatsächlich bin ich eben, was haben wir jetzt? Ende März. Ich glaube, in einem Monat ist das, bin ich tatsächlich auf dem Konzert von Ray Garvey. Oh, okay. Ja, tatsächlich auch gar nicht, weil ich ihn höre, sondern das ist ein Geburtstagsgeschenk für meine Mutter gewesen. Da gehe ich mit zusammen mit meinem Bruder und ihr hin. Ja, Auch gut. was soll ich sagen? Ein Cooler Typ auf jeden Fall. Ja, tatsächlich kommt es eventuell sogar dazu, dass ich mit ihm quatsche im Herbst. Ach, cool. Ja, hat sich so zufällig ergeben. Bin mal gespannt. Ja, ich fand tatsächlich früher, habe ich tatsächlich noch einige Sachen von ihm gehört. Mittlerweile, ich will jetzt nicht sagen, ist mir das zu poppig geworden, sondern ich glaube, da hat sich mein Geschmack einfach in eine andere Richtung entwickelt. Aber früher, als er noch mit Band unterwegs war und auch so ein paar einzelne Sachen, fand ich schon ganz cool. Raymond, genau. Ja, ich habe ihn tatsächlich schon mal getroffen. In meiner Zeit bei Universal gab es so einen Nico Santos Karaoke-Box und da war er mal als Gast da. Das haben wir Ach, gedreht in der krass. Karaoke-Bar. Oh, stark. Okay. Aber jetzt, nee, also ist ja schon ewig her. Ja, aber finde ich immer cool. Okay, witzig. Dann werden wir auf jeden Fall gleich noch kurz über Universal sprechen. Oder beziehungsweise deine Zeit da. Weil Gossip. Nein, Quatsch. Aber irgendwie finde ich sowas immer ganz cool, wie ich finde immer so Stars wirken erst so unnahbar und dann, keine Ahnung, hat man irgendwie das Glück, kennt irgendwen oder ist beruflich da angebunden und auf einmal gehen die so durch die Tür und sind halt völlig normale Menschen. Zumindest in den meisten Fällen, so Gott will. Und ja, bei Ray weiß ich jetzt nicht, ich habe noch gar nicht wirklich, ich kenne ihn halt aus unglaublich vielen TV-Formaten, aber das ist halt immer die Frage, wie sehr ist man da man selbst? Mein Eindruck ist immer, dass er, glaube ich, recht authentisch ist. Ich kann es halt nur absolut nicht jetzt bestätigen oder verneinen. Kurze Frage noch, würdest du dich als Swiftie bezeichnen? Nee. Nee, ich Okay. glaube, dafür bin ich nicht ultra genug, aber ich höre ihre Musik schon gerne. Also so, ich glaube, ich habe so 1, 2 Alben habe ich ausgesetzt, die habe ich dann, waren nicht so meins, aber ich finde ihre Musik sehr gut und ich finde vor allen Dingen krass, dass sie halt alles selbst schreibt und davor habe ich sehr, sehr großen Respekt. Und feier, also ich, das mache ich sowieso nicht. Also Leute so feiern dann das, also ich feiere die Musik von Leuten, aber so die Persönlichkeit von denen und so, das ist dann halt sowas, da denke ich mir, im Zweifel sind die eh ganz anders, wenn die privat sind. Also deswegen bin ich eh, glaube ich, von niemandem so ein krasses Fangirl. Weißt du, was ich meine? Ja, voll, verstehe ich komplett. Also, ich muss gestehen, Taylor Swift ist auch so eine Künstlerin, bei der könntest du mir jetzt 10 Lieder vorspielen und ich würde bei wahrscheinlich 8 davon sagen, ah ja, schon mal gehört. Aber ich könnte dir keinen Titel nennen. Das ist aber gar nicht gegen sie gerichtet oder so, sondern das habe ich einfach voll oft bei, gerade je größer die werden, weil ich einfach selten Radio höre und der Algorithmus mir meistens immer nur das vorschlägt, was ich eh schon gut finde, also so musikstilmäßig. Da sind die Schnittmengen mit Taylor Swift jetzt, sage ich mal, nicht so gigantisch groß. Aber wenn ich mal was von ihr höre, oder was ich so von ihr lese und höre, ist halt auch wirklich, dass die Produzenten und auch so Musikkollegen aus den unterschiedlichsten Genres halt auch komplett feiern, dass sie ihre Songs selber schreibt und offensichtlich auch die Person schätzen, so im Musikbusiness. Ich glaube, sie ist auch relativ stabil, was jetzt so Haltungen angeht. Ich glaube, es hat auch lange gedauert, bis sie auf Spotify war. Und solche Sachen. Ja, und wenn ich dann sowas höre, dann schätze ich das wieder, weil je größer du wirst, glaube ich, desto weniger hast du eigentlich Kontrolle über die eigene Figur, die du darstellst. Und ich glaube, da hat sie dann doch noch recht Ja, ich glaube, guten das Griff ist ihr drauf. sehr wichtig auf jeden Fall. Sie hat ja auch ihre Songs nochmal neu aufgenommen. Die Ja. heißen ja alle Taylor's Version. Da war ja auch Ah, irgendwie eine okay. Geschichte. Genau. Aber darüber weiß ich ehrlich gesagt zu wenig und könnte nachher von Swifties irgendwelche Hassnachrichten bekommen, wenn ich jetzt mutmaße, was es damit auf sich hatte. Deswegen. Ja.
Wäre das jetzt hier ein YouTube-Channel, würde ich sagen, ja, wer es weiß, droppt es in die Comments, aber in diesem Fall verzichte ich einfach mal drauf. aber ja, tatsächlich ist mir Taylor Swift letztens erst aufgefallen, okay, wem fällt sie gerade nicht auf, auch wegen dieser ganzen Football-Geschichte und so, aber ist gar nicht ihre Schuld, finde ich, das ist halt so ein Mediending. Sie weiß natürlich, was sie da tut, aber mein Gott, die beiden sind nun mal zusammen. Wenn der Mann deiner Kollegin da in der ersten Reihe sitzt, dann warum darf sie nicht auch Football gucken? Also, finde ich alles komplett legitim, aber sie ist mir tatsächlich aufgefallen, weil eine Band, die ich sehr schätze, sie gecovert hat. Und da hatte ich echt Angst vor und tatsächlich ist das Ding komplett viral gegangen. Ich vermute mal auch dank der Swifties ist die Band jetzt auch nochmal viel bekannter. Das ist so eine australische Band, die heißen Pendulum und die machen so Drum and Bass, aber eben als Band, also mit Gesang und allem drumherum. Mhm. Und die Penner gehen gerade auf Tour und das einzige Land, wo die nicht sind, ist glaube ich Deutschland. Ich warte wirklich sehnsüchtig darauf, weil die 10 Jahre für nichts gemacht haben zusammen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, die haben Anti-Hero gecovert für einen dieser ganz bekannten YouTube-Channel. Und das haben sie offensichtlich sehr gut gemacht. Ich muss gestehen, ich kannte auch da wieder das Lied erst im Nachhinein. Aber ja, haben sie auf jeden Fall sehr gut gemacht. Und seitdem habe ich Taylor Swift wieder so ein bisschen mehr auf dem Schirm. Ist ja, wenn du so eine Band oder so einen Künstler so cool findest, denkst du ja immer, boah, was der cool findet. Wir sind ja quasi Bros, auch wenn er es nicht weiß. Dann muss da ja was dran sein. Und irgendwie habe ich dann gedacht, ja, okay, also wenn selbst solche Leute sie schätzen, muss ja auch irgendwie was dran sein. Naja, viel zu krass lang jetzt über Taylor Swift gesprochen. Aber ich finde das immer mega spannend, weil zum Beispiel völlig konträr dazu für mich ist zum Beispiel Beyoncé. Mit der stehe ich wirklich auf Kriegsfuß. Gar nicht jetzt wegen ihrer Musik. Es gibt auf jeden Fall Sachen, die ich auch gut fand in der Vergangenheit. Aber bei ihr habe ich so das Gefühl, dass so ein bisschen dieser Hype um sie kippt. Naja, nicht kippt, das stimmt nicht. Aber der Peak ist, glaube ich, überschritten. Und ich höre ja viel elektronische Musik und Hausmusik. Und das letzte Album war halt so auf Hausmusik ausgelegt. Und es war halt durchweg kopiert und nur nachgemacht und gar nicht mehr so. Normalerweise wäre Beyoncé, genau wie Taylor Swift, jemand, wo ich sage, das sind so Trendsetter. Mhm. Und das war mehr, glaube ich, so ein Ding, wo sie vielleicht auch selber Bock drauf hatte. Weiß ich ja nicht. Vielleicht hört sie das ja auch privat. Alles cool. Aber selbst die Samples und so habe ich halt aus der Szene heraus schon 1000 Mal gehört. Da war halt nichts fresh dran und so. Sie schreibt nicht, auch nicht selber, muss man dazu sagen, ne? Ja, siehste. Ja, das ist genau, das ist dann wieder so ein Fall, wo ich denke, ich meine, du kannst ja auch geile Songwriter haben, so ist es ja nicht, ne? Aber dann habe ich lieber so einen Pharrell Williams im Studio, den ich als Produzenten sehr schätze, weil ich einfach finde, der ist komplett zeitlos, der Typ. Als wenn du dir so DJs wie so ein Fangirl, so DJs und Produzenten ins Studio holst, die du vor 3 Jahren selber voll geil fandst und denen sagst so, ja, mach mal das, was ihr vor 4 Jahren gemacht habt, ich will das jetzt auch. Und jetzt macht ihr halt genau das Gleiche mit Country. Und mit Blick aber ich auf muss Taylor sagen, Swift's es ist schon so ein krasser Ohrwurm. Ich kenne es nicht mal. Ich kann nichts dafür oder dagegen sagen, aber wenn ich höre, oh, damals House, jetzt macht sie Country und hör dir mal den Song an. Ding. Ich finde, es ist jetzt nicht so Country-Country. Ne? Also es ist jetzt, wenn du so richtige Country-Musik mal gehört hast, finde ich, ja, es ist an Country, also oder es ist Country, wahrscheinlich gar nicht nur an Country angelehnt, aber es ist auch schon auch noch so ein bisschen poppig, finde ich. Und es ist einfach so ein krasser Ohrwurm. Ich kann nicht mehr. Also wenn ich jetzt an den Song denke, ist das jetzt mein neuer Ohrwurm. Ich habe in den Rest nicht reingehört, aber Texas Hold'em oder so heißt der, glaube ich. Und ich finde das schon ein krasser Ohrwurm auf jeden Fall. Ja, wie immer muss man eigentlich erstmal dem Song und dem Künstler eine Chance geben. Das ist wieder so eine Eindrucksgeschichte von mir, resultierend aus dieser House-Music-Sache, weil ich einfach merke, so ein Country ist jetzt gerade auch in Amerika gerade wieder super big und der Song kann ja gut sein, also ne, gar keine Frage, aber ich erwarte irgendwie dann immer so, dass die Trends setten und nicht so Trends hinterher springen, obwohl das eigentlich auch, ja, ist eine eigene Erwartungshaltung und ja, keine Ahnung. Taylor Swift sehe ich da irgendwie weit vor ihr, was solche Sachen angeht. Von Taylor Swift nach Leverkusen. Da gab es ja auch eine witzige Geschichte zu, als Taylor Swift ihre Europa-Tour bekannt gegeben hat und da dreimal in Gelsenkirchen stand. Fand ich auch gut. Naja. Ja, stimmt. Muss man da, also als Gelsenkirchner, Schulterklopfer auf jeden Fall. Ja. Junges Musical Leverkusen, so, genau. Ihr macht den ganzen Spaß ja nebenberuflich, komplett, ne, das ganze Ensemble. Was genau ist dieser Verein? Das ist ja ein Verein, korrekt? Genau, es ist ein Verein. Man kennt ja, also ich hab überhaupt keine Ahnung von Ensembles oder so, ja, also wenn, weiß ich nicht, ich könnte jetzt gar nicht sagen, wie finden die Leute, die, also wer vor allen Dingen, wer sucht, wer findet und wer stellt zusammen die Leute für Starlight Express? Ist da auch ein Verein hinter, ist das eine Organisation, was weiß ich?
Und ich weiß ja, dass ihr ein Verein seid oder dieses junge Musical Leverkusen ein Verein ist. Und das klingt für mich erstmal nach, das sind immer die gleichen Leute, regelmäßige Treffen, so wie bei Fußballvereinen oder was weiß ich. Mhm. Aber es müssen ja auch lange vor einer Show zum Beispiel Entscheidungen getroffen werden, wie Casting und so weiter. Also wie läuft das ab? Wie sind da die Strukturen? Okay, weil du gerade gesagt hast, beschreibe es, habe ich direkt an Chaoshaufen gedacht. Ach so. nee, genau, den Verein gibt es auch schon wirklich relativ lange, ich glaube 15, 16 Jahre irgendwie so. Und im Prinzip gibt es, ich glaube, wie in mehreren Vereinen, ich war nie in einem Fußballverein, deswegen weiß nicht, wie das da bei den Amateuren quasi abläuft. Aber wir haben einen Vorstand, der sich um alles kümmert, der besteht aus 3 Leuten. Und dann gibt es für jedes Projekt eine künstlerische und eine musikalische Leitung. Und die künstlerische und musikalische Leitung wird, also musikalische Leitung hatten wir tatsächlich jetzt auch mal ausgeschrieben und dann ist der musikalische Leiter dazugekommen, der jetzt auch zum Beispiel Natürlich Blond dirigiert hat und hat halt alles in Sachen Orchester und Co. übernommen. Und die künstlerische Leitung, da kann sich halt auch theoretisch jeder für melden. Das ist jetzt bei uns schon sehr lange die gleiche Person, die das macht. Für ein Stück hat sie quasi einmal getauscht und hat jemand anders den Vortritt gelassen, aber die hat da schon viel Erfahrung mit dem Verein auf jeden Fall. Und die, das ist 5er-Team, meistens noch mit 2 Mitgliedervertretungen, die dann, ne, wie der Name schon sagt, im Namen der Mitglieder sprechen aus dem Verein, die setzen sich zusammen und diskutieren auch über ein neues Stück. Da werden dann auch noch andere Komponenten mit einbezogen, wie zum Beispiel marketingtechnisch, so welche Stücke kennen die Leute, was zieht das Publikum und Co., weil wenn das jetzt so ein ganz kleines Nischenstück ist, was vielleicht auch einfach eine Tragödie ist, zieht bei dem Publikum nicht so gut wie eine Komödie zum Beispiel. Und das sind halt alles so Sachen und genau, die gehen das dann an, dann werden Mitgliedercasting wird dann ausgeschrieben, so bin ich dann ja auch vor 8 Jahre sind es jetzt, glaube ich, boah, ist echt schon lang, vor 8 Jahren dann dazugekommen und 7 Jahren, boah, okay, keine Ahnung, aber so bin ich dann halt auch damals dazugekommen und da werden dann neue Mitglieder aufgenommen, die müssen dann Schauspielern tanzen und singen und wenn das Mitgliedercasting vorbei ist, dann wird das Casting vom Stück freigegeben und dann kann man sich auf Rollen bewerben und nach dem Prozess fangen dann die Proben an für das Musical und das wird immer im Frühjahr aufgeführt. Also einmal im Jahr sozusagen ein Stück, auf das sich dann den Rest des Jahres vorbereitet wird. Genau, das fängt immer so im Herbst an. Also ich würde sagen, so ein halbes Jahr Proben dann dafür. Und wir arbeiten dafür aber tatsächlich auch mit Leuten zusammen, die halt bezahlt werden. Ne? Also ein professioneller Chorleiter, ein professioneller Choreograf, dann weiß ich nicht, eine Gesangslehrerin, all sowas halt irgendwie. Die Leute, die es professionell machen und das ist dann ganz cool, wenn man halt wirklich dann auch mit Leuten zusammenarbeitet, die das auch schon mit Leuten gemacht haben, die das professionell machen und da lernt man wirklich eine Menge. Naja, siehst du mal, da haben wir schon den Unterschied zum Fußballverein. Ich kann nicht behaupten, dass meine Trainer Profis waren vorher. Aber nochmal zum Verständnis, wenn ihr dann solche Leute an Bord habt, so Choreografen, Gesangslehrer, sind das dann Leute, die bezahlt werden oder sind die ebenfalls Mitglieder? Nee, die werden bezahlt. Die werden bezahlt. Okay, weil das habe ich mich nämlich auch gefragt. Das war auch eins der meisten Feedbacks nach eurer Show zum Beispiel. Man hört Verein, man hört so junges Musical und ich glaube bei der ersten Aufnahme. So jung sind die doch gar nicht mehr. Genau, das ist mir auch sofort. Nein, Quatsch. Was ich meinte ist, man hat dann so ein Bild im Kopf. Ich will jetzt nicht sagen Schulaufführung, aber irgendwie dann doch. Und dann kommst du da rein und das ist einfach komplett so durchgestylt. Live-Orchester, eure Leistungen jetzt mal sowieso ganz vorne angestellt, aber eben auch die Kostüme. Und das ist ja nur das, was man dann an dem Abend sieht und mitbekommt, aber dann wirklich kommt ja noch dazu, ihr bezahlt offensichtlich dann ja auch noch so Choreografen, Gesangslehrer und so weiter. Wer zahlt das? Oder beziehungsweise wo kommt das her? Wie könnt ihr da überhaupt aus dem Vollen schöpfen? Also ich meine, dadurch, dass wir es ehrenamtlich machen und das auch ein ehrenamtlich eingetragener Verein ist, gibt es natürlich Spendengelder von der Kulturstadt. Ne, das ist ja immer so ein gutes Ding, was Deutschland da macht, dann in der Hinsicht, dass die da Kultur fördern zumindest und es dafür Spendengelder gibt. Dann gibt es aber auch sowieso Sponsoren. Ich glaube, dass es so ist, dass so große Unternehmen sich ja sowieso irgendwie Sachen sponsern müssen oder keine Ahnung was. Und da haben wir dann natürlich auch noch Glück, dass das dann halt in Leverkusen ansässige, hauptsächlich in Leverkusen ansässige Unternehmen sind, die dann auch sponsern, sei es dann auch mit Probenräumen, das muss ja auch bezahlt werden, oder mit Plakatflächen oder irgendwie sowas. Also da gibt es wirklich ganz viele verschiedene Sachen. Und dann
Ja, die Ticketpreise sind, glaube ich, dann noch das Geringste, was dann irgendwie dabei rumkommt. Aber ja, so finanziert sich das dann quasi alles selbst. Dazu Folgendes. Aus der Show heraus konnte ja auch noch gespendet werden. Also wer dort war, der konnte, durfte auch noch spenden. Da wurde, glaube ich, so ein Korb, ich weiß nicht mehr, ob es ein Korb oder sowas war, wo man dann halt auch noch so sein Geld reinschmeißen konnte. Ich hatte natürlich nur meine Sparkassenkarte dabei, die ich da, also die hätte ich jetzt ungern da reingeschmissen. Kann man, ja, also richtig unangenehm, weil einfach so vor mir so drei, vier Leute alle so Geld reingeschmissen und du stehst so, ich Hab leider nur meinen schenke euch mein Lächeln. Organspendeausweis. Ja, genau. Ja, genau. Meine Freude muss reichen. Kann man im Nachhinein noch spenden irgendwo für den Verein, wenn man jetzt nicht die Stadt Leverkusen, Stadt Köln ist? Ja, wir haben auf der Webseite jungesmusical.de gibt es Sponsoren. Also man kann sowieso Mitglied werden, nicht um auf der Bühne zu stehen, sondern dann halt, ich weiß nicht, wie sich das schimpft, ehrlich gesagt, aber quasi, dass man einen monatlichen Beitrag bezahlt, man kann eine Einmalspende machen, wir haben so ein PayPal-Konto dafür, also das funktioniert alles. Spendet, Leute, spendet. Junges Musical Flatrate. Okay, na dann ganz kurz nochmal zum Casting. Weil du hattest ja direkt am Anfang gesagt, du hattest dich auf die Rolle Elle Woods beworben. Das heißt, das wird nicht vorher entschieden, sondern, also beziehungsweise du entscheidest vorher, worauf du dich bewirbst. Es wird nicht erst so gesungen, getanzt und dann wird gesagt, ey, du könntest das machen, du könntest das machen. So wie zum Beispiel im Fußballverein, komische Vergleiche die ganze Zeit, aber da sagt am Ende ja der Trainer, ey, du bist echt toll gelaufen. Aber mit dem Schießen, weiß ich nicht, willst du nicht ins Tor? So ungefähr. Du hattest schon die Möglichkeit, direkt zu sagen, yo, ich will auf jeden Fall Reese Witherspoon sein. Genau, also wir können uns schon selbst aussuchen, auf welche Rolle wir uns bewerben. Ja, Ende. Und Punkt. Da Häkchen dahinter. Aber warum, also okay, dann anders gefragt. Warum Elle Woods? Hattest du Bock auf eine Hauptrolle oder ist es die Figur, die dich interessiert hat? Ich hatte Bock auf die Songs, wenn ich ganz ehrlich Hm. bin. Also so, die Rolle war schon sehr groß und es hat mich auch gereizt, mal so was Großes zu spielen. Hab's komplett unterschätzt, muss ich sagen. Aber mir hat's wirklich richtig Spaß gemacht, diese Songs zu singen. Die sind auch teilweise echt gar nicht so, also was heißt teilweise, die sind auch gar nicht so easy zu singen. Und ich habe auch gemerkt, dass ich das leichter eingeschätzt oder besser eingeschätzt habe und ich musste da auch echt dann auch noch für proben und ich glaube, daran bin ich aber auf jeden Fall auch noch mal gesanglich gewachsen, also sowieso an dem ganzen Projekt und auf der Bühne zu stehen, aber es war auch gesanglich auf jeden Fall eine Herausforderung für mich und ich hatte da Bock drauf, das zu machen und ich habe mich auch nicht nur auf Elle beworben, das, ne, das mal dazu gesagt, also ich habe mich auch noch auf zwei von ihren Freundinnen da beworben, weil ich dann auch eher dann gedacht hätte, okay, vielleicht wäre das sonst auch was. Ich hatte aber auch Lust auf dieses Quietschige und keine Ahnung und deswegen hatte ich auf jeden Fall Bock, in die Richtung was zu machen und dass es dann L geworden ist, hat mich natürlich mega gefreut, aber habe ich auch nicht unbedingt mit gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Naja, umso cooler, dass es dann geklappt hat, dann geht man da mit so einer, ja, mit so einer Art Euphorie rein, würde ich sagen. Wir haben ja schon ein paar Mal miteinander gequatscht. Deswegen weiß ich, dass während der ganzen Vorbereitung du auch mitten im Umzug gesteckt hast, du kurz vorher auch noch krank geworden bist. Was spielt das für eine Rolle? Also was macht das? Wie Markus Lanz würde sagen, was macht das mit dir? Ja, super, danke, dass du fragst. Das war furchtbar. Ja, der Umzug, das war sowieso alles irgendwie total Chaos. Und dann, dass ich, also einerseits dachte ich, als ich dann krank war, okay, gut, dann werde ich es jetzt ja hoffentlich bei den Shows nicht, weil so kurz hintereinander doll krank zu werden, ist dann ja doch eher unrealistisch, da, dachte ich mir dann zumindest. Und war froh, dass ich das dann vorher abgehakt habe. Aber es war schon sehr, sehr stressig. Und das meinte ich mit, ich habe es unterschätzt. Also weil die Rolle, ich glaube auch, wenn ich nicht gearbeitet, also ich habe ja dann, ne, daneben dann auch noch einen 40-Stunden-Job, dann Umzug, dann krank, dann das. Also das war schon einfach alles sehr viel. Ich hatte sehr wenig Privatleben, sodass meine Freunde, meine Familie sich alle auch ein bisschen beschwert haben, wie wenig sie mich zu Gesicht bekommen haben die letzten Monate. Aber okay, aber das ist ja vermutlich, da kommen wir vielleicht später noch zu, auch nicht das letzte Mal. Am Ende ist es ja alles gut ausgegangen zum Glück. Hast du dir selber Druck gemacht? Also über Lampenfieber haben wir ja schon gesprochen, aber hast du da Druck hinter oder ist das für dich eher Leidenschaft, Hobby? Volldruck. Also ich hatte Okay. schon irgendwie Erwartungen an mich und wollte die im Idealfall übertreffen oder zumindest treffen. Und ja, habe es mal geschafft, mal nicht, würde ich sagen. Aber also ich bin im Großen und Ganzen schon mega zufrieden. Und wie gesagt, ich bin voll daran gewachsen und es hat mir auch ultra viel Spaß gemacht einfach. Und ich glaube, das sollte ja sowieso da im Vordergrund stehen.
Aber ich habe mir schon extremen Druck gemacht, ja. Beim Thema Natürlich Blond unterscheidet uns vor allem eine Sache, und zwar, ich habe den Film nochmal gesehen vor der Show. Wie hast du dich vorbereitet? Also was waren die Vorlagen, die Einflüsse? Ich habe vor allen Dingen, also ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, oder wahrscheinlich, das Musical besteht ja sehr, sehr viel aus Musik. Also es gibt ja auch Musicals, wo wesentlich mehr geschauspielert wird, aber das ist ja wirklich ein Song nach dem anderen. Und ich bin quasi eigentlich auch bei jedem Song, glaube ich, auf der Bühne. Fast. Doch, nee, stimmt nicht. Ich bin bei jedem Song auf der Bühne, so, auch wenn ich am Rand stehe oder auch wenn ich mal angesungen werde, aber ich bin irgendwie doch immer da. Und ich habe die ganze Playlist immer beim Joggen gehört. Also ich gehe viel laufen. Und ich habe auch Gesichtsausdrücke währenddessen geprobt. Und ja, die Leute, die mir entgegengekommen sind, dachten sich wahrscheinlich manchmal, ich habe sie nicht mehr alle. Aber das war so meine, meine Vorbereitung. Und dann vor allen Dingen auch nach dem Joggen zu singen, wenn ich so völlig aus der Puste bin, weil es da ja auch so ein paar Stellen gab, dann nach so einer heftigen Dance-Break dann wieder in Gesang einzusteigen, ist echt anstrengend, wenn man das aus der Puste ist. Ja, das glaube ich sofort. Ey, aber wenigstens hast du die Leute beim Joggen nicht angeschrien oder so. Da hast du wenigstens noch unterteilt, wo du was übst. Das ist ja auch ganz gut. Als Hundefreund muss ich nochmal nachhaken, denn bei Natürlich Blond spielen Hunde im wahrsten Sinne des Wortes eine sympathische Rolle. Da war ich echt erstaunt. Wie probt ihr das? Also da kommt ja Zugesang, Choreo, Schauspiel, kommt ja dann auch noch Hundetraining dazu. Ich meine, die waren ja echt, behaupte ich jetzt mal. Ich hatte meine Brille nicht auf, aber... Die waren echt, genau. Wir hatten, ich glaube auch erst im Januar oder vielleicht sogar Ende Januar, Anfang Februar, also relativ kurzfristig, hatten wir die ersten Hundeproben. Und das sind aber alles Filmhunde. Also es sind alles wirklich, die haben so ein Zertifikat, die haben das geprobt, die machen das regelmäßig, das ist deren Job quasi. Ich glaube, es war für alle Musical-Premiere, ich weiß gar nicht, ob die Theater schon mal gemacht haben, Musical ist ja nochmal was anderes mit so einem fetten Orchester dann da unten, weil es von der Lautstärke natürlich nochmal neu ist. Also die sind alle primär für TV ausgebildet, aber das war echt super spannend, wie die das halt auch aufnehmen. Und ich weiß, bei der Generalprobe sind dann alle bei den Hundeszenen, die nicht auf der Bühne standen, ins Publikum und haben ihr lautetes Geschrei von sich gegeben, um zu gucken, wie die Tiere reagieren. Aber ja, es war spannend. Wir haben von den Trainerinnen, die waren auch alle echt super lieb und hatten richtig Bock auf das Projekt, die Kommandos bekommen. Und dann war es immer so eine kleine Wundertüte, ob dann auch alles tatsächlich mit den Hunden klappt, weil die Trainerinnen da dann natürlich am Rand stehen. Und je nachdem, wie der Hund dann in Laune war, hat er sich dann doch mehr auf sein Frauchen fixiert, als auf die Person, die ihm da die neuen Kommandos auf der Bühne gegeben hat. Ja, es war spannend, aber super süß. Ich meine, egal, auch wenn die halt nicht das gemacht haben, was sie machen sollten, hat das Publikum ganz laut "Oh" geschrien und hatten alle gute Laune, weil ein süßer Hundi über die Bühne gelaufen ist. Ja, ich glaube auch, dass da spielt der Sympathiefaktor, glaube ich, fast eine wichtigere Rolle. Das ist ja einfach ein sympathisches Musical und wenn du dann noch auch noch so niedliche Hunde hast, ich glaube, der Lacher ist ja sogar noch krasser, wenn, weiß ich nicht, ne, wenn der an dir vorbeihüpfen würde oder was weiß ich. Aber ich habe jetzt mal so in Erinnerung, dass das zumindest bei der Vorstellung, wo wir dann auch waren, eigentlich ganz gut geklappt hat. Also ich weiß ja nicht, was ihr denen vorher gesagt habt, macht drei Saltos und einen Ratschlag. Das hat er nicht gemacht dann. Wenn er das machen sollte, hat es nicht geklappt. Aber ich glaube, die haben das ganz gut gewuppt, oder? Bei euch in der Show glaube ich schon. Am Anfang ist ja so eine Bell-Szene, wo die dann bellen müssen und dann ist da eine, die quasi Hundesprache spricht. Die ist so zwei, dreimal schiefgelaufen. Einmal ist der Hund auch geradewegs an ihr vorbei, einfach die andere Seite wieder runter. Aber Geil. Das konnte man alles charmant lösen. Und einmal ist, ich glaube, das war in der Show, wo ihr da wart, in der letzten, da ist der Hund nicht in die Tasche reingesprungen. Dann fragt Emmett L. nämlich, und was machst du da? Und eigentlich springt der Hund dann in die Tasche mit so einem Trick. Und dann sagt sie, packen, wieso? Und das hat er nicht gemacht und hat sich dann so süß auf die Tasche draufgelegt. Also es war auch sweet. Ja, stimmt. Nur nicht der stimmt, Job, auch. Der eigentlich verlangt war, aber das war nicht schlimm. Ja gut, er lernt ja. Ich finde das überhaupt witzig, dass offensichtlich unterschieden wird, dass es TV-Hunde, Musical-Hunde und Theater-Hunde gibt. Würde mich mal wundern, ob die auch so gestochen dann untereinander miteinander kommunizieren. So, ob so ein Hund aus dem Babelsberger Filmstudios nochmal einen anderen Gang drauf hat als so ein Theaterhund aus Hamburg oder so. Könnte sein. Naja. Ich habe wirklich, jetzt wo du das mit der Tasche erwähnst, Brille nicht aufgehabt in dem Moment, habe ich wirklich überlegt, ja okay, also das eben war offensichtlich ein echter Hund, ob der echt war. Weil der hat sich nicht wirklich viel bewegt in dem Moment. Und dann dachte ich, boah, das mit der Tasche, vielleicht gab es da irgendwelche Auflagen, vielleicht muss da ein Stoffhund rein. Wirklich, der hat sich so wenig bewegt, dass ich mir nicht sicher war. Man hat natürlich
tausend Eindrücke, die einen dann ablenken, aber da war ich echt... Ja, nee, war ein echter Hund. Hatte einfach nur keinen Bock mehr. Machen wir da auch einen Haken hinter. Echter Hund. Okay, bevor wir gleich noch ein bisschen weiter über natürlich blond, beziehungsweise was heißt weiter, es hat eigentlich auch mit natürlich blond zu tun, aber ich wollte kurz diesen pinken Elefanten im Raum abrappen, und zwar diesen ganzen Barbie-Hype, der ja um eure Proben herum noch bis wieder groß gewesen sein muss. Also Barbie kam, glaube ich, im Juli, da habt ihr ja, glaube ich, noch nicht geprobt. Das heißt, so diesen ganz kranken Schwung habt ihr offensichtlich nicht während den Proben gehabt, wobei natürlich das ganze Ausmaß dann schon bekannt war. Frage ist, wie krass hat euch das beeinflusst? Vor allem in unseren Kostümen, weil es halt wesentlich einfacher war, pinke Sachen zu finden. Pink war Trendfarbe durch und durch, und ich glaube, das hält sich jetzt ja auch immer noch. Das war echt ganz cool. Und ansonsten haben wir halt so 2, 3 Sachen schon an Barbie irgendwie angelehnt, die da gezeigt wurden. Und ich finde, dass Barbie, also diese Message, die in dem Film da irgendwie dann am Ende verkörpert wird, dass das ja auch ein bisschen das ist, was Elle Woods verkörpert. Also das ist ganz cool, weil man, also viele Sachen auch nicht mehr so ganz konform in diesem Musical, aber ich finde diese Message so, dass man als Frau, dass man als Blondine, die da irgendwie als naiv und dumm abgestempelt wird, doch einiges auf dem Kasten haben kann, was ja dann das, was irgendwie die Message war, alles schaffen kann, was man sich vornimmt und möchte, wenn man ehrgeizig genug ist und fleißig. Ja, voll, voll. Aber es ist jetzt nicht so gewesen, dass, weiß ich nicht, euer, wie, was ist man da, Direktor? Was hattest du eben gesagt? Regie? Regie, genau. Direktor. Genau das gleiche wie beim Film, okay. Ja, also, dass da die Regie vielleicht doch mal hier und da gesagt hat, so, ja, das und das, guck mal, das haben die in dem Film ganz gut gemacht, können wir das irgendwie mit reinnehmen oder so. Gab es da sowas? Oder? Nee, okay. Sowas nicht. Der einzige Vergleich, den es gab, war immer die Broadway-Version. Und das war dann irgendwann aber was, was man nicht mehr sagen durfte. Das habe ich in der Broadway-Version gesehen. Nein, wir gucken uns da nichts ab. Ja, gut, stimmt. Genau, ich habe es ja eben schon erwähnt, den Film dir auch gar nicht mehr angeguckt. Folglich kamen sozusagen die Vorlagen von woanders. Du hattest eben von, ich glaube, einem YouTube-Snippet gesprochen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Hast du dir die Hauptrolle Elle Woods denn dann von diesem Broadway-Musical schon, also nicht adaptiert, aber angeguckt? Hast du dich davon inspirieren lassen oder frei nach eigener Regie und dir selber die Rolle so interpretiert? Auch mit viel Input von unserer Regie. Also es kam viel auch nicht von mir. Genau, also Input von der Regie, dann eigenes von mir, aber ich habe mir die Broadway-Version auf jeden Fall angeguckt und auch nicht nur die Broadway-Version, sondern so von verschiedenen Szenen einfach, weil wenn ich mich dann gefragt habe, wie ich das interpretieren möchte, weil es ja verschiedene Versionen gibt, auch manchmal Sätze zu interpretieren oder Reaktionen, wie man reagiert, keine Ahnung, dass ich geguckt habe, wie die das machen und habe dann gedacht, okay, finde ich das lustig, weil ich hatte irgendwie so, ich wollte halt das machen, was ich auch witzig finde, und habe dann einfach gehofft, dass die Leute meinen Humor auch lustig finden. Weißt du? Ja, also das hat geklappt, kann ich dir sagen. Okay. Dein Humor ist zeitgemäß. Jetzt wollte ich noch eine Frage gestellt haben, weil du es eben kurz angedeutet hast. Da gibt es ja diese eine Szene, über die natürlich auch gesprochen wurde, die ich am liebsten auch in meinem Entweder-Oder eben noch mit eingebaut hätte. Aber dann dachte ich mir so, ohne Vorerklärung dann lieber doch nicht. Und zwar Schwule oder Franzose. Das ist ja jetzt, also wer das nicht weiß, das ist halt so eine ganz, ja, ich würde jetzt nicht sagen die wichtigste Szene im Film, aber es ist auf jeden Fall eine Szene, die man auch nicht einfach rausschneiden kann, weil die schon irgendwie für den weiteren Verlauf der Story wichtig ist im Entferntesten. Es ist eine sehr witzige Szene, muss man dazu sagen, aber vielleicht kannst du sie einfach gerade auch nochmal ein bisschen beschreiben und daran anschließend dann, wie ihr damit umgegangen seid, so wurde darüber diskutiert, kann man das noch sagen, sollte man es anders rüberbringen? Erzähl einfach du am besten selber aus deiner Perspektive. Also in der Szene geht es darum, dass die ja im Gerichtssaal sind und es gibt die eine von den Delta Nus, also ehemalige Delta Nu, die Fitness Queen, die angeklagt ist, die ihr Alibi aber nicht verraten möchte. Im Gerichtssaal sagt der Poolboy von der reichen Fitness Queen aus, dass die beiden eine Liebesaffäre hatten. Und Elle ist sich aber sehr sicher, dass der Typ schwul ist. Und das kann sie so nicht beweisen, aber sie hat halt ihren Charme spielen lassen. Und er ist darauf nicht angesprungen und darauf hat sie dann quasi gesagt, okay, der Typ ist eindeutig schwul, ist sehr fashionable gekleidet und französischer Akzent klingt ja dann doch auch manchmal so ein bisschen sexier. Und die haben dann
aber gesagt, dann sagt der Professor, okay, ist, ja, vielleicht ist er schwul oder er ist einfach Franzose, weil der Typ ist ein Franzose und ich meine, so wie der sich gibt, wie der sich bewegt und keine Ahnung, das gibt er dann, also sagt er dann und dann sind alle so, ja, okay, was ist er denn jetzt, schwul oder ist er Franzose? Und so rum, darum geht es in dem ganzen Song. Ja, wir haben darüber diskutiert für deine Frage. Das ist aber, wie du schon gesagt hast, eine Sache, die man auf jeden Fall nicht rauslassen kann. Im Englischen singen die Gay or European. Weiß auch nicht, ob das unbedingt besser ist. Wir haben drüber geredet und haben dann aber auch gesagt, ja, erstens ist das halt der Song. Also wenn wir den nicht machen, können wir das Stück nicht machen. Und haben auch mal rumgefragt, ob sich davon Leute offended fühlen einfach. Und es kam halt die Rückmeldung, nee, nein, es ist halt witzig, es ist total überspitzt und ja, vielleicht ist es nicht mehr zeitgemäß und es gibt bestimmt Personen, für die das nicht okay ist und ich hoffe einfach, dass sich niemand irgendwie doof behandelt gefühlt hat. Es kommt nicht von uns, es ist Teil des Musicals und wir haben versucht, es so überspitzt darzustellen wie möglich, dass man wirklich drüber lachen kann und sich niemand irgendwie auf den Stips getreten fühlt. Ja, verstehe. Ich muss auch sagen, ich bin da immer, ja, nicht mal 50-50, weil natürlich blond ist ja, das klingt jetzt auch komisch, viel zu hoch gestochen, aber theoretisch ist natürlich blond ja auch eine Art Zeitdokument. Das spielt ja zumindest der, also der Film ist ja jetzt, hat ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel und auch das Wort schwul zum Beispiel. Ich finde komischer, wenn Leute darauf irgendwie getriggert reagieren, als dass man es dann wirklich noch benutzt. Klar, natürlich diese Gegenüberstellung schwul oder Franzose ist ja nochmal eine andere Geschichte, weil es auch so ein bisschen Stereotypisierung ist, aber es ist ja dann doch schon eine sehr humorvolle. Also ich glaube, also ich kenne jetzt keinen Franzosen, der sich davon jetzt angegriffen fühlen würde, ehrlich gesagt. Ist natürlich dann immer auch eine Einstellungssache, keine Ahnung. Aber ich finde gerade so bei Filmen und so bin ich immer echt vorsichtig, weil dann spielen die zu einer bestimmten Zeit und vielleicht waren die Zeiten dann einfach auch so, das muss man ja auch sagen. Man kann ja nicht einfach so die Zeit umschreiben, dann machst du ja auf einmal einen Fantasy-Film und nicht eine Komödie zum Beispiel oder so, weißt du? Also finde ich immer schwierig und das hat ja wirklich gar keinem wehgetan. Es gab ja auch Applaus, die Leute hatten Spaß und ja, weiß ich nicht. Aber es ist halt interessant trotzdem zu wissen, wird sich damit beschäftigt, wird sich damit auseinandergesetzt, was ihr ja getan habt. Damit würde ich, glaube ich, die natürlich Blond-Sache so ein bisschen abrappen und einfach noch so ein bisschen mehr zu dir gehen. Du hast eben schon erwähnt, Gesangsduo, Hochzeit, Beerdigung, da hast du, glaube ich, sogar gesagt. Ja. Und danach Events, das wollte ich natürlich nicht gleichstellen. Nee, alles cool. Was sind denn für dich die krassesten Unterschiede zwischen Hochzeitsgesang und Beerdigungsgesang? Nein, Spaß. Gesangsduo, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Mit einer Freundin zusammen machst du das, richtig? Wie ist das zustande gekommen und was genau ist da so euer Auftrag? Zustande gekommen ist eine gute Frage. Wir haben, also wie du schon gesagt hast, ne, wir sind einfach auch sehr gut befreundet und haben zwischendurch einfach mal so gemeinsam auch im Auto oder keine Ahnung was gesungen. So dass, wie das in einem singenden Freundeskreis quasi ist, wenn alle singen, dann kommt es auch mal dazu, dass man sich einfach auch nur zum Musik machen trifft, weil es Spaß macht. Mhm. Und haben einfach auch Rückmeldungen bekommen, dass unsere Stimmen sehr gut harmonieren und sind dann auf die verrückte Idee gekommen, da einfach mal ein Duo rauszumachen, was aber besonders gut bei Hochzeiten einfach funktioniert und haben dann quasi auch so einen kleinen Instagram-Account gemacht, der jetzt nicht irgendwie groß werden soll oder so, sondern eher als Aushängeschild, dass Leute so ein bisschen hören, wie wir klingen, wenn sie mal draufgehen. Und jetzt gibt's okay, uns und ihr könnt uns buchen für eure Hochzeit. Ah, okay, also ihr macht das schon noch weiter. Also das war jetzt nicht so ein Ding zwischen Freundinnen für, weiß ich jetzt nicht, ein, zwei Jahre mal machen, sondern da steckt schon die Idee hinter, das weiterzuführen und fortzuführen, größer zu machen vielleicht. Okay. Ja, das ist jetzt alles ein bisschen runtergegangen im Laufe des Musicals, aber uns gibt es noch und wir machen auch noch weiter und haben einfach nur auch auf Instagram jetzt lange nichts gemacht, weil wir halt beide. Also Sophia heißt die Freundin von mir, die war halt auch in Natürlich Blond drin und hatte auch, genauso wie ich, halt super viele Proben und haben quasi einfach ein bisschen was anderes gemacht. Aber das spielt tatsächlich ja euch als Duo dann auch in die Karten, weil dann das Verständnis füreinander ja da vorhanden ist. Da kann ja. Also ne, Sophia kann ja jetzt nicht, könnte ja jetzt nie im Leben zu dir gehen und sagen, sag mal, warum höre ich nichts mehr von dir? Ihr seht euch ja dann quasi ja täglich. Aber ihr macht das dann, also lasst ihr euch ausschließlich für Hochzeiten buchen oder seid ihr da eventoffen, sag ich mal? Wir sind eventoffen, wurden aber
noch nie für was anderes gebucht, glaube ich. Also doch, auf einer Lesung oder so haben wir jetzt auch schon mal gesungen, aber also es sind ja schon, also wofür bucht man halt zwei Sängerinnen? Wir wurden auch mal für einen Geburtstag angefragt, aber das war wirklich einfach lächerlich, was sie bezahlen wollten. Deswegen haben wir das dann nicht gemacht. Also so eventoffen sind wir auf jeden Fall. Ich kenne das ja jetzt nur vom DJing, da gibt es ja hin und wieder so ganz, ganz komische Kombos auf irgendwelchen Vernissages oder Messen oder was weiß ich, wo dann auf einmal auch jemand ist und singt oder Musik macht und so weiter. Deswegen wäre jetzt die Frage gewesen, ob ihr euch da sozusagen bewusst fokussiert oder ob das einfach so aus der Natur herausgewachsen ist, dass ihr eben meistens auf Hochzeiten tanzt, hätte ich fast gesagt, unterwegs seid. Nee, das ist tatsächlich durch Zufall. Ah ja, okay. Jetzt muss ich doch noch mal fragen, weil ich, oh Gott, also ich finde es nicht witzig, aber das Beerdigungsthema finde ich tatsächlich auch spannend. Jetzt nicht, erzähl mir deine witzigsten Anekdoten oder so, sondern wir haben ja eben über Lampenfieber gesprochen, wir haben gesprochen über die Person, die man selber ist. Und gerade da finde ich das jetzt ehrlich gesagt gerade mega spannend. Man wird dann für so etwas gebucht, würde ich mal vermuten, aber das kannst du gleich gern korrigieren, wie überhaupt so ein Kontakt dann zustande kommt, wenn man sonst zum Beispiel eine Hochzeit macht oder so. Es gibt dann ja vermutlich eine Art Wunsch des derjenigen Person, die dich engagiert. Aber die Stimmung, die ist ja komplett anders, als wenn du auf eine Hochzeit oder auf ein Musical gehen würdest. Ja. Hat dich das irgendwie, ja, ich will jetzt nicht sagen, hattest du Lampenfieber, aber auch da hat man dann ja eine Erwartungshaltung, oder? Also ist da ein anderer Druck? Total. Also ich muss sagen, ich weiß auch nicht, ob ich unbedingt noch mal eine Beerdigung zusagen würde, weil ich auch einfach merke, dass mich das emotional sehr mitnimmt. Ich habe schon ein paar Beerdigungen gemacht und habe, also die Beerdigungen sind dann ja meistens in der Kirche und habe oft nicht vorne gestanden, sondern dann halt irgendwo oben oder so, wo halt das Klavier oder die Orgel steht hinten, keine Ahnung, dass man den trauernden Leuten auch einfach nicht ins Gesicht guckt. Aber ja, ich wurde dann halt auch gebucht und wurde gefragt, so hey, also es läuft ja oft einfach Musik vom Band oder dann ist da nur ein Pianist oder ein Organist, der, oder in, manchmal auch Frauen, sorry, das wollte ich nicht ausschließen, die da dann irgendwas spielen. Manche wollen aber irgendwas mit Text und dann finden sie es einfach schöner, wenn das dann auch live ist, weil das natürlich dann einfach noch mal emotionaler ist, als wäre es nicht schon emotional genug, so eine Beerdigung. Ich habe aber dann einmal, und das war auch die letzte Beerdigung, die ich gemacht habe, ich wurde danach auch nicht noch mal gefragt, aber deswegen sage ich gerade, ich weiß nicht, wie ich es machen würde, stand ich vorne. Ich habe dann die Lieblingslieder von von dem Verstorbenen gesungen und das Hochzeitslied von ihm und seiner Frau. Und der Mann war auch noch nicht so alt. Ich würde sagen, der war, wie alt war der? Keine Ahnung, Ende 50 oder so. Auf jeden Fall so. Die Kinder waren in meinem Alter, wo ich gesungen habe. Also es ist jetzt schon ein paar Jahre her. Und das war echt einfach furchtbar. Also dann den Leuten ins Gesicht zu gucken, wie die so weinen. Und ich stehe da vorne und man muss sich ja auch zusammenreißen. Und ich bin, also ich fange nicht schnell an zu weinen, aber wenn mich da Leute wirklich weinend angucken und dann vor sich hinschluchzen, also das hat echt was mit mir gemacht. Das hat sich nicht gut angefühlt, weil ich, also ich weiß, ich wurde dafür gebucht, aber ich hatte das Gefühl, ich werde hier gerade bezahlt für was, was total unangebracht ist, von mir hier zu singen. Es geht, ich kann es gar nicht genau erklären. Es war einfach kein gutes Gefühl. Ich habe mich fehl am Platz gefühlt einfach. Ja, ich verstehe voll, was du meinst. Unangebracht weiß ich jetzt nicht, weil da, das ist aber bei einer Hochzeit, da können wir gleich auch noch den etwas fröhlicheren Schwenk zur Hochzeit machen. Aber ich glaube, dass tatsächlich haben Hochzeiten und Beerdigungen ja eins gemeinsam, wenn denn dann jemand wie du dafür gebucht wird. Die Lieder bedeuten den Menschen ja in irgendeiner Weise was, ne, aufgrund einer Geschichte oder was weiß ich, oder haben selber vielleicht einfach gerne gesungen. Die Hinterbliebenen sind aber dann selten selber professionelle Sänger oder Musiker oder was weiß ich. Und natürlich will man dann trotzdem einerseits diesen Spirit, so blöd das klingt, dem Verstorbenen dann nochmal so mit auf den Weg geben, denke ich. Vielleicht auch einfach, weil es einen am meisten daran erinnert. Aber dann kannst du da ja zum Beispiel nicht den eigenen Cousin hinstellen, der vielleicht jeden zweiten Ton nicht trifft, weil das wird dann ja erst recht weird. Also, ne, nur um das unangebracht. Ich weiß, was du meinst, aber ich glaube schon, dass du da dann den Leuten auch hilfst in dieser Situation. Und jetzt letzte Frage dazu wäre, ob du da auch Feedback erwartest und bekommst. Erwartest vielleicht jetzt nicht unbedingt, ist nicht einfach der Rahmen dafür. Aber kommen die Leute da zu dir, vielleicht nicht an demselben Tag, aber bekommst du da Rückmeldungen, wo die Leute nochmal sagen, ey, das hast du echt schön rübergebracht? Oder warst du da vielleicht auch die Distanz, was ja genauso fein wäre, zu den Leuten? Ich bin schon immer nach jeder Beerdigung, wo ich war,
nochmal runtergegangen und habe mein Beileid bekundet, einfach weil ich finde, dass sich das so gehört, aber gar nicht irgendwie mit dem Anspruch, da Feedback zu bekommen. Und das ist auch mal gewesen, dass sie sich dann einfach bedankt haben und gesagt haben, danke, dass du irgendwie, ne, das nochmal so aufbereitet, also diesen Song nochmal aufbereitet hast und dir Gedanken gemacht hast. Das war ein schöner Abschied, den wir hatten, also den wir, oder der Abschied ist so nochmal emotionaler gewesen und das hätte dem Verstorbenen oder der Verstorbenen sicherlich gut gefallen. So, das sind dann Worte, die auch irgendwie, wo ich mir dann so denke, gut, irgendwie Auftrag erfüllt quasi und das freut mich, dass ich da dann irgendwie das gemacht habe oder den Erwartungen gerecht geworden bin. Aber es kam auch schon mal vor, dass jemand, also dass sie dann halt nichts gesagt haben und mir da, sich im Nachgang dann aber trotzdem nochmal gemeldet haben und bedankt haben, aber dass sie dann vielleicht auch, glaube ich, gemerkt haben, dass es dann doch noch eine Spur intensiver war, als sie gedacht haben. Und das ist ja auch einfach, eine Hochzeit plant man halt ewig lange vorher. Und eine Beerdigung ist halt was, das passiert kurzfristig. Und ich weiß manchmal auch nicht, ob man dann in so einem Zustand, so in so einer Kurzfristigkeit die Entscheidungen trifft, die man dann halt wirklich, also wo man nachher wirklich denkt, okay, das war das Richtige und weiß ich nicht. Also. Ja, voll. Ich bleib nochmal ganz kurz bei den Hochzeiten. Da hast du ja, glaube ich, dann doch schon eine ganze Reihe an Aufträgen hinter dir, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wie bereitet man sich darauf vor? Also, ne, Musical, klar, Gesang, klar, man probt vorher wochenlang oder so. Bei Hochzeiten, klar, du nimmst einen Auftrag an und vermutlich, die Professionalität gebietet das vermutlich, dass du dir auch vorher nochmal die Songs anhörst. Aber gibt es da auch so eine Art Vorbereitungsphase? Weil du bist ja auch immer noch, das müssen wir ja auch noch so ein bisschen nebenbei, du machst ja dies, das, aber du bist ja auch noch der Privatmensch, Annika. Da fällt ja jedes Mal sozusagen auch nochmal Privatzeit weg. Also ich probe auf jeden Fall mit der Person, die mich begleitet. Also im Idealfall ist es dann mit Sophia zusammen im Duo, aber ich habe auch schon öfter gehabt, dass ich gefragt wurde und dann halt auf unser Duo aufmerksam gemacht habe und die dann sagen, nee, wir wollen eine einzelne Person und wir wollen Klavier oder wir wollen Gitarre oder wir wollen Instrumental. Also es ist dann ja immer so, die haben eine feste Vorstellung und in der Hinsicht ist es auch einfach schon viel Vorbereitung. Man trifft sich dann mit dem Brautpaar oder man telefoniert und dann schicke ich denen Songs, also ich habe so eine ganz, ganz lange Liste mit Songs, die ich schon gesungen habe oder wo ich denke, die sind halt passend für eine Hochzeit. Und empfehle denen dann aber auch Songs zu nehmen, was die einfach verbindet. Ich habe auch schon mal Highway to Hell auf einer Hochzeit gesungen in einer Akustikversion. Weil ich mir dann halt so denke, ja okay, die haben sich dann im Zweifel bei dem Song kennengelernt und warum soll das nicht der romantische Ein- oder Auszugssong sein und warum soll das dann das dritte Mal das Beste von Silbermond sein, so das macht jeder und hat jeder gehört in dem Sinne und dann einfach, ich probe die Lieder und dann fahre ich dahin, das war's. Okay, weil du gerade schon Silbermond und Co. Und Highway to Hell und so erwähnt hast. Was war der, schlimmste will ich jetzt nicht sagen, aber sagen wir mal, kurioseste Song, den du da performen musstest auf so einer Hochzeit? Ja, also ich glaube, Highway to Hell ist schon ganz oben. Was ich auch immer sehr kurios finde, sage ich inzwischen auch so, ist, wenn Leute sich Halleluja für ihre Hochzeit wünschen, weil ich mir so denke, okay, ihr hört das Halleluja und ihr heiratet in der Kirche, aber wisst ihr eigentlich, worum es in dem Song geht? So, das ist halt kein Hochzeitssong. Und ich habe auch mal auf einer Hochzeit gesungen, die ausschließlich Schlager wollten. Und ich muss sagen, ich bin echt offen für alle Musikgenres. Schlager ist jetzt nicht so meins. Jetzt kommen wir zu meiner dunklen Vergangenheit. Ich habe auch schon mal einen Helene Fischer-Double gemacht. Also ich kann Schlager schon singen. Es macht mir jetzt nicht die größte Freude. Und das ist dann auch so, dass ich mir so denke, okay, ihr wollt nur Schlagersongs? Well, fein, okay, mache ich, aber ja. Da hast du jetzt natürlich eine Tür eingetreten, auf die ich gleich noch eingehen muss. Nein, eigentlich gehen wir direkt dahin. Von Elle Woods zu, sage ich mal, Helene Fischer ist noch gar nicht so weit weg, tatsächlich. Inwiefern hast du Helene Fischer imitiert? War das für eine Show oder wie muss ich mir das vorstellen? Das war, ich bin da tatsächlich über die Band dran gekommen, was ich vorhin erzählt habe, über die Söllers. Die Dachböden. Genau. Wir haben halt auf Stadtfesten und Co. gespielt, aber auch wirklich viel auf 50. Geburtstagen, auf Silberhochzeiten und Co. Und wenn du jetzt nochmal ein paar Jahre zurückdenkst, ne, das also ist ja dann jetzt auch schon, wie lange her? Also 10, 15 Jahre. Also als wir angefangen haben, ne, das, also lange her. Wo ich da gesungen habe und da die Leute, die dann ihren 50. gefeiert haben, hören halt alle Schlager. So, das ist auf dem Dorf irgendwie so. Und deswegen hatten wir davon viel in unserem Repertoire. Und
zu mir kamen die Leute und haben gesagt, boah, das klingt ja richtig nice. Und dann wo ist es so halt irgendwie weitergekommen und dann wurde ich mal für so eine Dorf-Zeltparty quasi gefragt, ob ich nicht quasi Helene Fischer machen könnte. Die hatten dann auch eine Gruppe, die haben ABBA gemacht, die hatten ein Elvis Presley da und ja, ich hatte dann das Vergnügen, in einer goldenen Hose Helene Fischer zu singen. Stark. Atemlos, sage ich dazu nur. Ja. Aber das heißt aber wirklich, du bist dann nicht nur für, sind wir mal ehrlich, den einen Hit da auf die Bühne gegangen, sondern du musstest dich dann schon mit Helene auseinandersetzen, ja? Ja, und ich höre sie jetzt nicht mehr und ich kenne auch die Lieder jetzt einfach nicht mehr, aber ich muss gestehen, wenn du eine Playlist anmachst mit Songs, die so um, wann war das denn, 2014? Also ist jetzt, ja, das ist dann jetzt wirklich 10 Jahre her, um 2014 hin von ihr bekannt waren. Mhm. Ich kann dir alle mitsingen, weil das vergisst mein Gedächtnis nicht. Songtexte, die kann ich im Schlaf runterbeten, wenn ich die einmal kann. Ja, ist auch ein Skill. Vor allem für Karaoke und so tatsächlich auch. Ja, stark. Also das finde ich spannend, weil ja gerade, weil es einfach, das hat zwar jetzt gerade eine Tür geöffnet, aber es schließt auch einfach den Kreis zu bis zu Elle Woods tatsächlich. Okay, ich würde sagen, wir sind kurz vor Schluss. Hab ja eben schon mal ganz kurz die Playlist angesprochen. Mhm. Die würde ich gerne noch ein bisschen erweitern und zwar über das, du hast ja Spotify, über das Release-Radar, dass wir einfach jeweils jetzt gerade kurz mal drauf gucken, was unser Release-Radar uns vorschlägt. Und egal, ob wir es kennen oder nicht, ob es einen Künstler gibt, sozusagen, den du blind empfehlen würdest, dann kannst du sozusagen einen Song aus diesem Release-Radar sozusagen blind noch empfehlen. Ich werde das Gleiche machen. Ich muss gestehen, ich habe jetzt nicht drauf geguckt vorher. Puh, ein Song von Justice übrigens ganz oben bei mir. Oh, krass, okay. Was ich jetzt sehr verführerisch finde, aber weil der Titel so heißt, No Angels hinzuzufügen, aber der ist von Justin Timberlake. Keine Ahnung, oh, wie wow, die neue Musik. Oh, wow, das ist doch eine Kombo. Ach, guck mal. Oh, Mist. Ich dachte gerade, oh. Da sind aber, ich kenne die Songs alle nicht, aber die Interpreten, die, Mist. Ich habe hier 3, zwischen denen ich mich entscheiden muss. Du kannst auch gerne einfach, also ich würde jetzt nicht sagen 4, 5, aber wenn du jetzt sagst, so zwischen 2 kann ich mich gar nicht entscheiden, dann nehmen wir 2. Ist auch fein, alles gut. Okay, also ich liebe ja auch Jacob Collier und würde Over You von ihm hinzufügen. Habe ich noch nicht gehört, aber großer Fan. Ja, und okay, jetzt ist die Frage, hier ist auch Jordan Rakai drin, ne, den ich ja wirklich liebe. Den Song habe ich, also ich weiß nicht, ob ich ihn schon gehört habe. Und Norah Jones finde ich auch mega. Ist jetzt die Frage, ich habe ja schon einen von Jordan Rakai, deswegen würde ich von Norah Jones Paradise hinzufügen. Paradise. Krass, ich muss gestehen, ich wusste gar nicht, ob Norah Jones noch Musik macht. Ich auch nicht. Ich finde die mega, aber das ist gerade ein Eye-Opener. Okay. Keine Ahnung, der ist anscheinend neu, zuletzt erschienen. Die hat ein neues Album rausgebracht, tatsächlich sehe ich gerade. Ah ja, okay. Aber das, ja, ist das immer... letzte Mal 2016 hat sie nochmal was gemacht, aber ich glaube, ich kenne nur die Sachen aus 2004. Ja, da spielen ja so viele Sachen immer eine Rolle. Ne? Einerseits gibt es, das habe ich gerade auch im Rock-Metal-Bereich, so Bands, die ich früher wirklich gesuchtet habe, die sind einfach verschwunden, weil einfach die Studios gar nicht mehr den europäischen Markt bedient haben, sondern die haben sich mit dem amerikanischen Markt zufrieden gegeben. Und vor Spotify haben diese Bands für dich dann einfach 10 Jahre lang gar nicht mehr stattgefunden, zum Beispiel. Mhm. Und kurioserweise entdeckt man die zwar gerade jetzt durch Spotify wieder, aber gleichzeitig muss der Algorithmus auch wissen, dass du auf die Musik stehst, sonst kriegst du es ja gar nicht mehr vorgeschlagen. Also das ist ja teilweise auch richtig weird. Ich habe so in einer Playlist, die ich auch viel höre, so besonders so beim Arbeiten oder so, so Sunrise oder so von Norah Jones ist da schon drin, aber ist ja wirklich, ist aus dem Jahr 2002, glaube ich. Ne? Das ist ja, siehst du mal, okay, ja, direkt ein guter Punkt, muss ich auch mal reinhören. Gut, dann würde ich einfach noch adden und witzigerweise bei unserer ersten Aufnahme habe ich ihn, glaube ich, auch schon empfohlen. Das klingt jetzt so, als ob ich voll der Fanboy wäre, aber witzigerweise steht er bei mir jetzt mit einem anderen Lied auch wieder in dem Release-Radar. Wahrscheinlich veröffentlicht er auch jetzt ein Album, weiß ich nicht. Auf jeden Fall heißt er Mackes, anders geschrieben als die Fastfood-Kette. Für mich ist er mittlerweile eher Singer-Songwriter. Ich habe ihn aber als Rapper kennengelernt und als auch Teil einer Rap-Gruppe, die Orsons. Feiere ich sehr, was die machen. Ich würde es mal, ohne es abwerten zu wollen, so Studentenrap nennen. Also das ist jetzt nicht so Berliner Straße-Rap gewesen, sondern
halt eher so, ja, keine Ahnung. Eher aus der Richtung halt. Und Mackes finde ich halt textlich mega cool. So ein bisschen auch anders, was er macht. Und das Lied, was er jetzt im Release-Radar hat, heißt Bucketlist. Kenne ich nicht, aber ihn empfehle ich einfach mal blind. Und jetzt gucke ich gerade mal, ob ich noch eine zweite. Jetzt würde ich natürlich, kommen hier voll viele, die ich noch. Ach, weißt du was? Ich nehme einfach noch einen neuen Song von Skrillex. Der heißt einfach nur Tucker. Und dementsprechend sind auch die Lyrics, glaube ich. Ich glaube, die werden jetzt nicht so gut sein. Aber das ist der Bogen zu dem Song, den ich eben vorgeschlagen habe von Rakete. Die samplen nämlich tatsächlich, also die nutzen das gleiche Sample, das Skrillex in einem seiner erfolgreichsten Songs samplet. Deswegen kleiner Bogen. Ich feiere Skrillex, habe ihn live schon mal gesehen. Mega gut. Und ja, genau, Tucker. Packe ich einfach noch mit drauf. Gut, alles klar. Dann eine letzte Frage hätte ich noch. Mhm. Und zwar, jetzt hast du ja diese Musical-Geschichte hinter dir. Du hast dir das Gesangsduo zusammen mit Sophia noch. Das ganze Hochzeitsthema steht für dieses Jahr jetzt eigentlich für dich schon. Also hast du so eine Art Tourplan oder weißt du schon, was du noch auf der Bucketlist sozusagen hast für dieses Jahr? Jetzt auch auf Musik bezogen, aber auch generell. Musikbezogen ist gerade ehrlich gesagt alles noch sehr offen. Ich halte gerade, also beziehungsweise ich habe jetzt erstmal kurz Pause und würde mich dann auf jeden Fall Gesangsunterricht wieder widmen, weil ich Bock habe, so ein paar Sachen einfach für mich zu machen und da ein bisschen zu wachsen und schwerere Sachen zu singen. Und ich bin ganz doll gespannt darauf, was das neue Musical wird. Und je nachdem, welches Stück es wird, werde ich auf jeden Fall mich da zum Casting bewegen, aber... Genau, das ist bei mir sehr abhängig vom Stück, weil ich dann doch gemerkt habe, wie viel Freizeit das frisst. Und dann muss es auch was sein, wo ich wirklich Bock drauf habe. Und unser Gesangsduo gibt es natürlich. Wir machen, also haben wieder vor, ein bisschen mehr Musik zusammen zu machen, eigenes zu schreiben. Und ja, mal gucken, was davon irgendwie dann die Öffentlichkeit erreicht. Aber so hinter den Kulissen passiert auf jeden Fall was. Ja, cool. Okay, alles klar. Ja, dann würde ich sagen, bedanke ich mich bei dir erstmal für den Talk, hat Bock gemacht. Das erste Mal wie das zweite Mal. viel gelernt. Übrigens, die Links zum jungen Musical Leverkusen, auch zu eurem Gesangsduo, den Instagram-Link und so weiter, packe ich in die Shownotes, falls gewollt. Kann man also sich später noch angucken, das Ganze. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch viel Erfolg für die Zukunft. Bin gespannt, was das nächste Musical. Gibt es da schon so eine Art Datum, so eine Art Release? Wann oder wird ist das eher so? Ich tippe mal, dass es so im Mai oder so rauskommt. Ich habe nur den Gossip gehört, dass es gerade ganz heiß hergeht, was die Diskussionen angeht. Also ich frage mich auch, wann wir da Infos bekommen. Ja, ich bleibe auf jeden Fall dran. Bin mega gespannt, was da als nächstes sozusagen auf euch zukommt. Ja, dann würde ich sagen, viel Erfolg weiterhin. Vielen Dank nochmal. Ja. Und danke, wir sehen und hören uns wahrscheinlich gleich. Auf der Arbeit. Ciao, ciao. Ciao.